Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Kajetan Brandstätter. Ich bin Kajetan Brandstätter von Podcast Mittelstand. Und heute haben wir zu Gast Herr und Frau DJ Wolferl. Das war nett. Und zwar die Gisela und den Wolferl. Und ja, wir reden gleich drüber und da wird uns der Wolferl selber alles sagen. Du hast ja sogar das DJ Wolferl sogar im Ausweis drinstehen, glaube ich, gell? Ja, ich habe DJ Wolferl tatsächlich im Reisepass und im Ausweis stehen. Nette Geschichte, weil ich irgendwann mal im Hotel war und die schreibt immer Wolfgang Kraus. Ja. Und dann ruft mir die Steuerberaterin an und sagt, das ist immer doof und wir haben doch eine andere Firmierung. Und da habe ich es dem so einem Bürgermeister erzählt, damals in Unterschleißheim, den Herrn Böck, Christoph Böck, und sage, ich habe da immer ein Problem. Sagt er, da ist kein Problem, da gehst du gleich ins Landratsamt, das lassen wir ändern. Soll meinen Namen ändern, sagt er. Ja, dann machen wir einen Künstlernamen rein. Sag ich, das ist eine tolle Idee. Dann habe ich das dem zweiten Bürgermeister von der CSU erzählt, dem Stefan Grimmer, und dann sagt er zu mir, ich gebe dir gleich einen Beleg. Dann hat er mir ein Riesenschreiben gemacht und ich gehe ins Landratsamt mit dem Zettel rein, ganz stolz, und sage zu dem Mädchen an der Ausweisstelle, sage ich, komme vom Bürgermeister und vom zweiten Bürgermeister. Ich habe da eine Bitte mit dem Ausweis wegen meinem Namen, sagt sie ganz spontan, Künstlernamen. Sag ich, ja, da braucht man keinen Beleg, wir kennen sie ja nur als DJ Wolferl. Seitdem habe ich wirklich DJ Wolferl, das war eine nette Geschichte. Ja, stark, aber zum Nachholen muss man das sagen. Die Gisela heißt ja dann offiziell Gisela Kraus. Und der ständige Begleitung vom Wolferl, ihr macht ja eigentlich alles miteinander. Also ich kenne euch ja nur im Doppelpack. Aber Wolferl, wenn euch oder wenn er dich einer nicht so kennt, es soll noch Menschen geben, ganz wenige. Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zu dem Wolferl gekommen oder wie ist das alles entstanden eigentlich? Wann hat es angefangen? Ich bin ja einer, der nicht weit ausholt und nicht viel spricht, wenn man mich kennt. Quatsch, ich hole jetzt richtig aus. Also ich habe das Ganze durch meinen Bruder, der 12 Jahre älter ist, wie ich und in Los Angeles lebt, in die Wiege gelegt gekriegt. Ich war damals nach der Lehre beim Karstadt, habe Dekorateur gelernt, so weit, dass er gesagt hat, du gehst jetzt mit zur Musik machen. Und wir sind also auf der ganzen Welt rumgefahren, Skiorte überall, und haben Musik gemacht. Und nachdem ich immer kleiner war als wie der Rest der Welt, also nie ein Wolfgang geworden bin, war ich immer der Wolferl. Und habe mich in der Jugend eigentlich immer gestört. Heute stört es mich nicht mehr. Heute bin ich so alt, dass ich als Wolferl eigentlich schon mir jünger vorkomme, als ich wirklich bin. Und wir haben also überall Musik gemacht. Das war ganz, ganz toll. Wir haben früher auch Diskotheken in München über 80 Stück betreut. Das heißt, wir haben die Anlagen repariert, neu gebaut und, und. Und irgendwann haben dann zu mir die Diskothekenbesitzer gesagt, das ist mir einer ausgefallen, magst du Musik machen? Und dann habe ich das gemacht. Und so fing das Ganze an. Ich habe dann immer logischerweise nebenbei noch vernünftige Berufe gehabt, eben um meine Miete zahlen zu können. Habe dann meine Tochter Julia bekommen in ganz, ganz frühen Jahren und war auch 16 Jahre alleinerziehend und habe also immer nebenbei diese Musikgeschichte gemacht und ansonsten halt ganz, ganz viele verschiedene Berufe. Ich war an der Tankstelle gestanden, da habe ich Marianne und Michael zum Beispiel kennengelernt, nachts, als die vom Auftritt zurückgekommen sind. Und es war immer sehr, sehr spannend und sehr, sehr abwechslungsreich. Ja, ich meine, du hast ja gerade zwei Namen genannt. Es ist ja ein Wahnsinn, was du an Leute kennst und kennengelernt hast in diesen vielen Jahren. Wenn du so zurückblickst, was war dein letztes Erlebnis eigentlich, wenn du so zurückschaust auf deine DJ-Zeiten? Da fällt mir jetzt ganz spontan eine Geschichte ein, die wir beide zusammen erleben durften. Uns hat das P1 angesprochen, beziehungsweise der Peter Panzer, der die Schwulenszene in München betreut hat und veranstaltet hat mit ganz, ganz vielen Gastronomiebetrieben. Und dann hat er uns zwei angesprochen und hat gesagt, hättet ihr Bock drauf, fürs P1 und für uns den LKW auf dem Christopher Street Day zu machen? Und da haben wir noch nicht richtig was vorstellen können, dachte ich mir, ein LKW in München. Kannte den Christopher Street Day aber immer vom Marienplatz aus. Mhm. Wir waren oft Gast, weil das so schön ist, weil da ganz, ganz viele Menschen zusammenkommen, wo keiner böse ist aufeinander. Mhm. Und das ist das, was uns immer sehr wichtig ist, das Miteinander mit allen Leuten, ohne dass man irgendwie über Probleme redet. Und dann haben wir gesagt, wir sagen das zu. Da hat es jetzt nicht die Horrorgage gegeben, aber das war uns ja gar nicht wichtig. Und wir sind da früh morgens am, war das Rindermarkt, glaube ich, oder Rossmarkt, da sind wir hingefahren. Und dann haben die mir die Anlage auf den LKW rauf, da hätten 150 Leute Platz gehabt oder haben Platz gehabt.
mit Generator und das volle Programm. Und dann sage ich, ja, ich muss jetzt mal meine Anlage testen. Und dann habe ich die Anlage angeschmissen und probiert. Also wir reden hier von 6000 Watt, was eine Menge ist. Und dann war die Polizei da. Das geht nicht, ich muss sofort ausschalten. Sage, ich möchte nur einmal ganz kurz testen. Nee, das geht überhaupt nicht. Dann haben wir gedacht, naja, testen muss es, spiele ich mal einen Wiener Walzer. Und was ist passiert? Ja, die Polizeibeamten haben alle getanzt. Alle unter LKW getanzt. Aber sie haben deswegen gesagt, man darf noch nicht die Musik spielen, weil das erst um Punkt 12 Uhr angeht, dieser Christophs-Ritter. Also, okay. Und dann war der Veranstalter so, dass er gesagt hat, Wolferl, ich kenne dich, du machst immer ein Durcheinander. Heute bist du für Haus und Elektro gebucht auf dem LKW, spiel mir ja keinen deutschen Schlager. Vor allem nicht. Sag zu mir, spiel keinen deutschen Schlager, dann spiele ich deutschen Schlager. Und wir sind dann beim Ludwig Beck am Rathaus mit dem LKW quasi wo die Straßenbahn durchfahren, durch den Bogen gefahren. Da ging der LKW nicht durch, weil er zu hoch war. Und dann mussten die wirklich elektrisch die Luft aus den Reifen lassen, damit wir da durchkommen. Und dann war der Veranstalter ist neben dem LKW als Security auch hergerannt, damit nichts passiert. Und die waren da sehr, sehr verantwortungsvoll. Und dann denke ich mal, jetzt ist der so aufgeregt und wir waren mitten am Marienplatz. Da waren, ich schätze mal, 300.000 Menschen gestanden. Herrliches Wetter. Wunderbares Wetter. Und dann haben wir gedacht, jetzt kriegt es. Und damals war gerade Helene Fischer, die jetzt schwanger ist, hat gerade atemlos gehabt. Das war ganz neu. Und dann habe ich das Lied aufgelegt. Und was da passiert ist, kann sich kein Mensch vorstellen. Ich glaube, 300.000 Menschen haben atemlos mitgesungen. Ja. Und das dann war eigentlich ein mega geiles Feeling. Da kriegt man richtig Gänse. Ja, wir waren eben sofort entschuldigt. Ja, ja. Und was ich noch wusste, meine Schwiegereltern haben uns gesagt, vielleicht besuchen wir euch. Irgendwo. Wir sind unmöglich zu finden. Wir sind über 50 LKW gewesen, die so vom Rossmarkt zum Rindermarkt über den Marienplatz, Stachus, Bayerischer Hof gefahren sind. Und ich habe immer Spaß gemacht übers Mikrofon, weil ich bin also immer so ein bisschen gequatscht. Und habe immer zu den Leuten am LKW, 150 Leute, immer übers Mikro gesagt, benehmt euch ein bisschen. Es war natürlich tolle Stimmung. Ja. Wir haben damals von einem Sponsor auch ein Gin dabei gehabt, den wir ausgeschenkt haben. Jetzt haben die alle ein bisschen was getrunken und waren viele Münchner Größen da, also Gastronomien und bekannte Münchner Persönlichkeiten, alle auf dem LKW. Und dann habe ich immer gesagt, benehmt euch ein bisschen, weil meine Schwiegereltern sind irgendwo. Und wir fahren zum Ludwig Beck, beim Dallmayr waren wir in der Straße drin und ich sehe doch tatsächlich linker Hand meine Schwiegereltern. Und dann mache ich so einen Spaß und sage nur zur Information, meine Schwiegereltern in Fahrtrichtung rechts. Und die haben alle auf die Seite gegangen, der LKW hat sich gedacht und meine Schwiegereltern waren so lieb und die haben alle geschrieben, Mama. Hallo Mama. Und es war so lustig, wir haben dann abends mit meinen Schwiegereltern telefoniert und dann haben die gesagt, wen haben denn die gemeint? Sag ich, ja, euch haben sie gemeint. Eine tolle Geschichte. Also das war und jetzt haben wir zweimal gemacht, diesen Christopher Streetway Truck und das war, also wir haben jedes Mal mega tolles Wetter gehabt und das war ein Erlebnis, kann ja niemand nehmen. Also, aber ich habe ja keinen Hammer. Redefluss. Du hast mich gefragt nach dem schönsten Event, hast mich jetzt ganz spontan erwischt. Ich hätte noch eins. Ich hau noch eins raus. Der Sepp Kretz, den vielleicht in München jeder kennt, vom Hypodrom und seine Tina rufen uns an und sagen, ob wir uns vorstellen könnten im Hypodrom, im Postpalast wohlgemerkt, so eine Wiesen-After-Wiesen-Geschichte auch wieder übers P1 in München zu machen. Und dann sage ich, ja, ist jetzt für mich ein bisschen traditionell das Ganze, ob ich da als DJ was verloren habe, weiß ich nicht. Ach doch, das musst du unbedingt machen, das könnte toll werden. Und wir haben traditionelle Band da. Du brauchst erst ab 23 Uhr bis 3 Uhr früh, glaube ich. Ja. Sag ich, das ist eine tolle Zeit, dann übernehme ich das, da sind die Leute dann schon lustig. Das machen wir. Und wir kamen da an um 18 Uhr. Er hat uns zwei Tische geschenkt, wunderschön eingedeckt mit Brotzeitbrettel. Wir haben dann Gäste noch geladen, die Tische eben belegt haben. Wenn wir arbeiten, essen wir beide den ganzen Tag nichts. Nicht, weil wir so dick sind, sondern aus dem einfachen Grund, weil man halt dann mehr Kraft hat zum Arbeiten und weil man halt nicht müde wird. Und wir haben also da nichts gegessen. Jetzt gab es da einen, glaube ich, Afri-Cola. Und ich denke, naja, Cola kann ich ja trinken. Und ich trinke einen Cola und dann schaue ich mal die Band an und schaue auf die Bühne. Und dann hießen die, ganz tolle Band, Simmesammer. Da denkt man, ja, sieben Leute sind wir, dann zähle ich durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
und eine Sängerin. Denken wir, boah, 9 Mann gegen mich oder mit mir. Und dann bin ich zur Band hochgegangen und dann sage ich, ja, ich fange dann irgendwie um 11 Uhr. Nein, du fängst nicht um 11 Uhr an, du fängst um... Viertel nach 10 Uhr an. Viertel nach 10 an. Denken wir, okay, fange ich um Viertel nach 10 an. Keinen Test vorher gemacht, gar nichts. Und ich hatte einen Tisch hinter der Band stehen, wo vereinbart war, dass der eigentlich vorne an der Bühne steht, wenn ich dann musiziere, damit die Leute mich also mehr mitkriegen. Und dann haben wir ihnen das erklärt, können wir den Tisch dann vor, ja, ich soll mir mal Zeit lassen. Ja, also die haben sich da gedacht, da kommt jetzt irgendein so ein DJ, der noch uns Musik macht. Jetzt hat mir die Band bis um Viertel nach 10 jegliches Oktoberfestlied weggespielt. Von Joanna bis Er gehört zu mir, bis Spider Murphy. Und übrigens, zum vielen Dank an Spider Murphy für den geilen Spot bei uns im Radio. Und haben alles weggespielt. Da denken wir, boah. Und zum Schluss kam noch, weiß der Herz hast wie ein Bergwerk, also quasi Verabschiedung. War alles weg. Und Licht verdunkelt. Da denken wir, naja, jetzt gingen da 1500 Leuten aus und weiß man, es ist aus. Dann habe ich mit dem Techniker über den Kopfhörer gesprochen, sage ich, tu mir einen Gefallen, reiß sofort die Lautstärke hoch. Ich habe mein eigenes Mikrofon dabei gehabt, weil ich mich darauf immer verlasse, dass es auch funktioniert. Und mach mir bitte volles Licht. Dann der Techniker war mega, hat das auch gemacht. Das Erste, was ich gemacht habe bei den Leuten, ich habe gesagt, ich bedanke mich für diese tolle Band für den ganzen Abend und möchte einen riesen Applaus. Jetzt haben mich, die haben gerade ihre Instrumente abgebaut und haben sie alle umgedreht zu uns und haben uns angeschaut wie ein UFO, was macht denn der DJ jetzt? Ja, aber ich bin der Meinung, das gehört sich, ja. So wie ich auch mich bei den Kellnern immer wieder mal bedacht. Aber der Tisch war immer noch hinten. Dann hat die Gisela zu dem Techniker gesagt und zu dem Schlagzeuger, dort war der Herr Freund, der jetzt den Tisch vorheben. Dann haben die das über Schlagzeug drüber gehoben und ich stand da vorne und habe mir gedacht, was tue ich jetzt? Habe mir die Leute angeschaut und es gibt nur eins, Twist und Rock'n'Roll. Und wir haben innerhalb von 3 Minuten das komplette Bierzelt auf der Tanzfläche gehabt. Also es war so, so schön. Mir hat dann unser Bankdirektor von damals von unten hochgewunken und er hat noch 3 Mädchen dabei. Jetzt wusste ich zwar nicht, dass das von der Bank Angestellte waren, es war mir in dem Moment alles egal. Ich brauche sofort die 3 Mädchen bei uns, im Dirndl natürlich, und habe die vorne mit der Gisela an die, das heißt, du hast die dann platziert an der Bühne vorne. Da gibt es einen tollen YouTube-Video, der heißt Hypodrom DJ Wolferl oder so. Und da sieht man das alles. Und dann hat die Gisela die Mädels vorne platziert an der Bühne und das waren dann wir, unsere Table Dancerinnen oder unsere Go-Go Girls. Und das war ein Highlight. Also wir haben da drin einen Erfolg gehabt, der war unvorstellbar. Und die Tina Krätz ist wirklich nach ganz kurzer Zeit zu uns gekommen mit einem Sektkühler, einer Flasche Whisky und einer Flasche Cola drin und hat gesagt, mega, was ihr macht. Und was ich nicht bemerkt hatte, dass 3 von dieser Band immer noch, also seit 45 Minuten, hinter uns unten gestanden sind und geschaut haben, was wir tun. Und dann kam wirklich der Bandleader von Simmesammer zu uns hoch und nochmal eine geniale Band und hat mir so auf die Schulter geklopft und sagt, Wolferl, das habe ich ehrlich gesagt noch nie von einem DJ gehört. Ja. Aber das kommt einfach daher, weil wir nicht einfach nur unsere Musik machen, sondern es gibt auch ein Interview im Kier-Magazin, ist auch in Google zu finden. Da hat mich mal eine Journalistin gefragt, die Daniela Schwan, was ich für eine Musik mache. Dann habe ich gesagt, das ist eigentlich gar nicht schwer zu erklären, der Wurm ist für den Fisch und nicht für den Angler. Und unter dem Prinzip versuchen wir halt immer Musik zu machen. Ja, wir haben uns ja kennengelernt auf der Hochzeitsmesse damals, weil viele glauben ja, ich muss unbedingt diese 3, 4, 5, 7 Mann-Kapelle da haben oder Simmesammer, auch wenn es 9 sind, weil viele unterschätzen ja das, was eigentlich so ein DJ bewirken kann. Weil ich meine, ich sehe ja, du bist ja da schon 2-mal bei uns am Sommerfest gewesen. Toll, aufgeregt. Vielen Dank. War richtig, echt, die Leute waren alle begeistert, weil die gesagt haben, endlich einmal Musik, wo man hinhört und auch weiß, was gemeint ist damit. Genau. Weil es ist ja leider Gottes, ich meine, du hast ja die Leute über den 7 kennig gelockt, wie sagt man da? Aber es gibt ja auch Bands, wo man wirklich dann, glaube ich, eine Viertelstunde hinhören muss und weiß gar nicht, was war das eigentlich, was die jetzt da gespielt haben. Beim Refrain merkt man es. Beim Refrain merkt man es dann. Ja, du warst ja auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann, hast du mir was erzählt, du warst ja am Gardasee, eigentlich müsste man einen Espresso jetzt herstellen. Ja, eigentlich ja. Also wir waren
wir haben jetzt ganz, ganz viel übersprungen, aber das ist ganz gut so, yeah. Weil, wie gesagt, wir haben ja immer unseren, oder ich immer meinen Beruf nebenbei gehabt, Gisela Anwaltsgehilfin und auch andere Firmen, wo sie noch tätig war. Irgendwann ging es nicht mehr. Wir haben gesagt, durch diese Musikmacherei, wenn man sich nicht drauf konzentriert, dann ist das ein Durcheinander und dann kann man sich auf den nicht konzentrieren, auf die normale Arbeit nicht. Und irgendwann haben wir gesagt, wir hören jetzt mit allem anderen auf. Ja, eigentlich war es ja, wo wir geheiratet haben. Genau, genau. Wo wir eine Band hatten, genau. Die mehr Pausen gemacht hat, als dass sie gespielt haben. Und seitdem da haben wir eigentlich gesagt, das können wir besser. Genau. Ja. Um 21 Uhr abends haben wir uns das gesagt. Ja. Aber die Band ist also wirklich nicht aufgelegt. Die Band hat immer Pausen gemacht und dann haben sie gegessen, 7-Gänge-Menü mitgegessen. Deren Namen sage ich jetzt nicht. Ich wüsste ihn nicht mal mehr. Nee, ja. Und das war ganz traurig. Ich habe den sogar, also wenn ein Hochzeitspaar, so wie wir, so traurig ist bei der Veranstaltung, weil es sagt, Mensch, Maja, die Leute bewegen, die tanzen sich nicht. Warum tanzen sie nicht? Weil keine Musik ist. Und wir haben dann zum Kaffee und Kuchen sogar eine CD aus unserem Auto geholt, damals von Whitney Houston Bodyguard, damit da Musik läuft, leise. Und da habe mich ich damals mit der Band durchgesetzt. Gisela hat gesagt, lass mal da einen DJ kommen. Und ich habe gesagt, nein, ich mache eine gescheite Band für die Hochzeit, damit es ein schönes Event wird. Und dann haben wir das gemacht und es ist ein bisschen in die Hosen gegangen. Ja. Und weil wir eben damals gesagt haben, das können wir besser, haben wir dann eben mit Hochzeiten angefangen. Und vor allem nicht nur Hochzeits-DJ, sondern auch inklusive Eventplanung von Gastgeschenken bis Ablauf, bis allem mit Gastro, Absprache. Da muss ich mal lachen. Entschuldigung, aber ich muss mal lachen. Ach, das bin ich schon gut. Weil Gisela hat bei einer Hochzeit, das hält die gut fest, ein doppelseitiges Klebeband dabei. Jetzt erkläre ich dir, warum. Die Bräute machen sich an dem schönsten Tag in ihrem Leben für ihren Mann wunderschön. Sie cremen sich ein, sie parfümieren sich, sie haben trägerlose weiße Kleider an. Oder halterlose Strümpfe. Und wir haben schon erlebt, dass in der Kirche die halterlosen Strümpfe plötzlich bloß nur Sockerl waren. Ja? Und jetzt kannst du ja keinen Tacker nicht nehmen, um das zu machen. Auch wenn du das manchmal zu den Leuten sagst, ich habe einen Tacker dabei. Aber da benutzen wir doppelseitige Klickebandel, weil das heute einfach auf der Creme ist. Klick, schnell, zack, zack, ja. Und schon jetzt alles geritzt. Und dieses ganze Rundum-Paket, da verlangen wir kein Geld nicht. Wir verlangen für unsere Hochzeit natürlich ein Geld fürs Auflegen und dass wir da sind und dass man das alles so bewerkstelligt. Aber dieses Drumherum, was so in Bayern sagt man, in Österreich ein Hochzeitslader, ja, jetzt stehe ich nicht mit dem Stecker da und sage irgendwelche Gestanzlauf, das können diese Leute besser wie ich. Ja. Aber alles andere begleiten wir. Und das macht uns so ein bisschen aus. So wie ich immer die persönliche Assistentin bin vom Brautpaar. PA. Ich sage immer, ich bin eure persönliche PA. Genau. Wenn die Geschenke kommen, zack, abnehmen, am Geschenketisch hinstellen und schon hat das Brautpaar wieder Zeit, sich zu knuddeln, sich zu gratulieren zu lassen. Also ein Rundum-Service. Ein Rundum-Service, ein Wohlfühlservice. Ich habe genauso formuliert. Ja, ich sage immer, wenn sie mich fragen, ja, was macht ihr dann die Gisela dabei? Weil sie immer mit sage, weil ohne der Gisela war ich bloß ein alter Mode, der Musik macht. Ja? Aber und ich finde das hübsche Beiwerk. Ja, genau. Nein, aber das ist drumherum. Also wenn ich sage, wir essen nichts bei einer Veranstaltung, hast du auch schon mitgekriegt, wenn wir bei dir gearbeitet an dem Tag essen wir nichts. Weil ich bin der Meinung, wenn ich jetzt der Kameramann ist oder du jetzt bist, ihr sitzt jetzt da, weil ihr jetzt arbeitet. Ja? Und da gehört jetzt keiner aufstehen und sich schnell ein Semi holen oder so. Ja? Sondern wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir. Und da haben die Hochzeit oft einmal, ja, aber ihr müsst euch noch mal hinsetzen und essen. Sag ich, nein, du brauchst beim Wirt noch nicht einmal essen Stein. Also spart ihr das, weil wir essen es eh nicht. Ja? Wir trinken, essen dann einmal ein trockenes Brot und eine Coca-Cola oder sowas. Wir trinken ein Glas Wein mit, überhaupt kein Problem. Ja? Aber wir essen halt nicht, einfach wegen Unwohlgefühl. Also, ich kann mir jetzt noch stundenlang mit dir über das Thema unterhalten, das weißt du ja. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, und du hast ja ein ganz tolles neues Projekt, wo jetzt richtig angelaufen ist. Erst, glaube ich, eigentlich kann man sagen, erst seit kurzem eigentlich, oder? Bei der Gelegenheit darf ich dir erst einmal ein Radio 089 Herzerl überreichen. Mein Herzerl, oder? Also ja. so ganz kurz ist es natürlich nicht. Ich bin seit den 80er Jahren mit drei Radiosender, nicht nur befreundet, sondern die kriegen Musik von mir, ich schicke Moderation hin. Und es ist natürlich in den letzten Jahren alles so ein bisschen nicht vernachlässigt worden, aber alles wird halt über online gegangen. Also man sitzt nicht mehr im Sender oder in der Regel gar nicht mehr im Sender. Das ist auch die Apparaturen kleiner geworden, weil man nicht mehr so viel braucht wie früher. Da waren ja Apparaturen drin, die kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, wie im Deutschen Museum.
Und irgendwann waren wir dann in der Pandemiezeit so, dass wir immer vor dem Bildschirm waren. Wir haben gesagt, okay, wir müssen die Leute zeigen, dass es uns noch gibt. Du wirst ja auch irgendwann mal schnell vergessen. Und wir haben die dann tot gepostet mit irgendwelchen Videos. Immer, glaube ich, ja, wir haben immer am Freitagabend einen Livestream gehabt. Ja. 1 bis 2 Stunden. Und das war sogar sehr, sehr Party erfolgreich. Gemacht, also wir haben teilweise 3.000, 4.000 Leute gehabt, die zugeschaut haben. Und hat Spaß gemacht. Bis zur letzten Sekunde, wenn man ausgeschaltet hat. Und wir haben noch nie so viel geweint in unserem Leben wie diese 2 Jahre. Erdinger Therme hast du mitgekriegt. Wir waren ja beim Ernst Benitzky auch im Hotel Victory drin und haben da Musik gemacht und wir waren fröhlich. Wir haben sogar noch Fotografen dabei gehabt. Ja, bei mir im Presseclub ja mal. Im Presseclub haben wir gemacht, im Januar, glaube ich. Ja, ja, genau. Ja, das war alles schön. ganz toll. Aber nur nach der Stunde, dann stehst du alleine da. Ja. Und wir sind wirklich, ich sage immer, der DJ zum Anfassen, mit uns kann man reden. Meine Telefonnummer ist immer 546 4x die 0 in München. Die kann ich ruhig hier öffentlich sagen, weil die steht ja überall. Und steht wenn da einer, unten drin. Steht überall, genau. Und wenn einer uns anrufen will, immer, gerne. Und wenn ich nicht hingehen kann, ich rufe auch zurück, wenn ich eine Nummer sehe, die angerufen hat. Also das machen wir schon. Aber dieses Projekt eben Radio ist bei mir schon viele, viele Jahre her. Und nachdem ich dann irgendwann einmal gesagt habe, Anfang des Jahres, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, mich vor die Kamera zu stellen am Freitag und da ein Kasperle zu spielen und dann ein Glasl Wein oder ein Glasl Jackie Cola zu trinken. Wir waren ja auch zu Hause, wir haben es zu Hause gemacht, mussten nicht mehr fahren. Hab Gisela gesagt, ja, dann machen wir halt den Radiosender vernünftig, bei dem ich gearbeitet habe. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann möchte ich aber den Sender selber haben. Man hört nicht mehr, dass man das irgendwo hinschickt, sondern ich möchte es richtig, also auch wieder zum Anfassen. Und dann habe ich mit dem gesprochen und habe gesagt, kann ich meinen Stream übernehmen, den ich bei dir habe. Und dann habe ich gedacht, das kostet ein Vermögen. Dann sagt der Wolfgang, weißt du was, wir arbeiten so lange zusammen, mach das. Lass uns nach wie vor zusammenarbeiten. Darum tun wir bei jedem Stream, den wir machen, bei jeder Live-Aufnahme im Radio, begrüßen wir 89 Hit FM, Peter Pilunka, Feel Good Radio Net, unseren Frankie Bradl und FM Kompakt Thomas an Thomas Kircher. Also die Namen habe ich im Kopf, weil es auf meinem Laptop oben draufsteht. Da steht immer dort, grüß deine Kollegen. Und das ist im Radio wie bei den Bands und wie bei den Schaustellern und überall. Und so soll es im ganzen Leben sein, so wie es mit uns ist. Wir deren miteinander und nicht gegeneinander. Ja. Ja, und dann kam die Idee, wir machen den Radio 089, der Sender ohne schlechte Nachrichten. Das war Giselas Idee, weil sie gesagt hat, du, es war natürlich, wir sind immer wieder bei der Pandemie, langen wir wieder an, weil das werden wir ein Leben lang noch drüber reden. Vielleicht hoffentlich sagen wir in 5 Jahren, was war das. Und es war einfach so, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht jede halbe Stunde, oder da haben wir mit dir sogar mal eine Diskussion gehabt, du warst sogar so liebenswürdig, hast gesagt, bitte mach das, und wir wollten es nicht, weil ich gesagt habe, ich will es nicht. Ich möchte, dass der Sender ohne schlechte Nachrichten sei, wenn gute die Leute Laune. Nachrichten hören wollen, dass der Herr, egal, ich wurscht, wie sie heißen, das macht und der macht wieder das und der macht das falsch, schalt in die öffentlichen Rechtlichen um, hochtet Nachrichten an, komm wieder zu uns, macht der gescheite Musiker. Also, und unsere Live-Sachen, wir haben ja mittlerweile Leute dabei, du kennst vielleicht den Frederik Meissner, der früher das Glücksrad moderiert hat. Ich möchte aber nicht zum Glücksrad abstempeln, weil der Mann hat unwahrscheinlich viele Sachen, Projekte gemacht. Jetzt mittlerweile hat er ja Trachten. Und der moderiert bei uns einmal in 4 Wochen live, am Samstagabend um 21 Uhr. Das wird immer angekündigt vorher. Und wir haben Leute, wir haben Schlagersendungen, wir haben Hardrock-Sendungen jetzt gerade gehabt, die war mega. An einem Mittwoch um 18 Uhr bis 19:30 Uhr, da kannst du dir nicht vorstellen, wie viele Leute das Hardrock hören. Jetzt bin ich nicht so der Hardrocker. Aber das war auch ganz toll. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen das alles, dass wir der Inhaber sind und keinen Zweiten, der da irgendwie mitreden kann. Und dann haben wir über Notar das alles gekauft und war gar nicht so sehr teuer. Und GEMA abgeschlossen, GVL abgeschlossen, haben meine Werbekunden mitgenommen, die ich hatte. Teilweise haben wir neue dazugewonnen. Apropos, du hast Radio ein Mittelstand dabei. Genau. Du hast ein Geschenk dabei, gell? Und ich soll dir von einem Kunden von uns, bei dem wir gerade gewesen sind, fang die Nuss. Oh! Für dich und deine Frau eine Flasche Nusslikör schenken. Ich bin begeistert. Da wollte ich jetzt gar nicht lang ausholen. Nur werde ich beschenkt. Nur ja. das Schöne an dem Flascherl ist, pro Flasche gehen 18 Cent an die Orchkatzl-Stiftung. Orchkatzl-Notruf. Genau. Also ich muss aber für unsere Zuhörer sagen, warum sich der wahrscheinlich bedankt. Weil wir sind ja auch durch euch
gibt es ja den radiomittelstand.de. Genau. Und da läuft ja auch natürlich der Livestream von Radio 089 von euch. Ja. Und das, meine Leute sind immer ganz begeistert und gesagt, im Büro, es läuft im Hintergrund immer Radio Mittelstand, Schrägstrich, Radio 089. Genau. Und hier werden natürlich auch die Werbekunden, auch bei mir natürlich auch gezeigt. Genau. Und somit ist natürlich schön und Dankeschön. Deswegen sage ich immer, gemeinsam ist man stark und je mehr, dass man miteinander arbeitet, umso besser. Genau, ich könnte ja von einem Kunden von uns, wo wir auch Musik machen, in der Alpengalerie in Schwabing, in der Kaulbachstraße 75, der war ganz cool, die machen nämlich jetzt ein Frühstück am Sonntag am Brunch mit Weißwurst. Von 10 bis 14 Uhr, Und der hat uns letztes Mal eine WhatsApp geschrieben, während seiner Veranstaltung in der Früh. Wir waren live am Radio. Und schreibt uns, wird er geschrieben, Bier ist kalt, Weißwürste sind heiß und es läuft Radio 089. Also die Einsage in der Gastronomie läuft mittlerweile unser Sender in einigen Lokalen und ich finde das einfach nur toll, weil nur so kommen wir weiter. Und die haben wir natürlich dann während der Sendung gegrüßt, weil wir ja Sonntag von 10 bis 11 Uhr unser Frühstücksradio machen und am Mittwoch von 18 bis 19 Uhr und unser Let's Talk About. Da haben wir dann immer Interviewpartner. Werbung in eigener Sache. Ja, natürlich Werbung in eigener Sache. Natürlich werden wir, heute ist Mittwoch, wir werden heute Abend natürlich auch von über diesen Podcast reden. Und nochmal, das ist jetzt wirklich kein Schleim, wir freuen uns, dass wir das machen können, weil nur so können die Leute da draußen mitkriegen, wer sind wir, was haben wir vorher gemacht und was tun wir alles. Ja. Man muss es aber schon ganz klar sagen, also gerade jetzt für mich, auch für Mittelstand, für meine BVMW-Mitglieder, man muss auch hier sagen, das ist auch wichtig, dass man auch diese Möglichkeiten aufzeigt. Weil ich meine, die Leute brauchen nur zu mir auf die Seite gehen oder mit uns reden, mit dir reden, mit uns reden. Ihr habt ja eine ganz tolle Reichweite, muss man sagen, mittlerweile. Ja, das ist verrückt. Wir haben über 10.000 Hörer am Tag. Ja, und das ist einfach so. Und dann vor allem, das ist eine bezahlbare Werbung. Ja. Weil ich meine, das ist einfach so. Wir haben ja da einen gemeinsamen Partner, der auch für den Podcast verantwortlich ist, der uns da auch unterstützt mit den Werbespots etc. Die Produktion ist bezahlbar und vor allem auch die Radiospots sind bezahlbar. Das heißt also, wenn jetzt jemand sagt, ich will Radiowerbung machen und wirklich über 10.000 Leute am Tag erreichen, dann ist ja diese Werbung teilweise im Monat günstiger als der eine oder andere dann für eine Minute verlangen, muss man auch ganz klar sagen. Auch in einem Kasperl. Ja. Wenn der 8x8 cm ist teurer wie bei genau unserer Monatswerbung. Wenn ich halt sage, irgendwo so eine Postwurfsendung, die vielleicht irgendwo am Haufen liegen bleibt und nicht ausgeteilt wird, das ist kostet es mehr. Ja, ich sage jetzt, alles was wichtig ist, ihr gebt mir die Links noch einmal rüber. Gerne, also Radio 089 kann man sich ja leicht merken.de, Radio Mittelstand merkt man sich auch, steht alles unten drin und ich bedanke mich bei der Gisela und beim Wolferl ganz, ganz herzlich für das heutige Gespräch und dann bis demnächst. Dankeschön. Sagen, vielen, vielen Dank. Danke. Du, und lass es dir schmecken. Ja, und bei Ihnen einen ganz, ganz herzlichen Dank, bevor ich jetzt das Fleischerl da aufmache. Danke, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos Mittelstand-in-deutschland.de